Sasuke sitzt an Hinatas Seite und hält ihre Hand fest. An seinem Kopf rotieren die Gedanken. Irgendwie kann er Naruto ja verstehen, dass er sauer auf ihn ist. Immerhin hatte er ihn schon ganz schön im Stich gelassen. Aber muss er sich deswegen so sehr aufregen? Ihn hat doch damals auch keiner verstanden, als ihm alles daran lag, seinen Bruder zu finden. Jeder hat ihm nur im Weg gestanden. Keiner hat ihn unterstützt. Warum soll er denn dann noch jetzt Rücksicht nehmen? Warum verlangen die Leute von ihm eine Entschuldigung, wenn auch niemand für ihn da gewesen ist? Sasuke weiß nicht, was er tun soll. Soll er jetzt Verständnis haben? Oder soll er doch lieber weiter vor sich hinmaulen und sauer sein, dass ihn damals niemand verstanden hat? Sinn macht keines von beiden wirklich. Aber er kann Konoha auch nicht einfach verzeihen. Hinata sieht ihn traurig an und wendet sich dann an Naruto. Würdest du uns bitte allein lassen? Ich glaube, es ist besser, wenn du gehst. Ich hätte gern noch ein wenig meine Ruhe. Naruto ist wütend. Nein, er ist mehr als wütend. Doch er akzeptiert Hinatas Wunsch, steht so ruckartig auf, dass der Stuhl an das andere Ende des Zimmers knallt, nickt Hinata noch einmal zu und stapft ohne ein weiteres Wort aus dem Zimmer. Ich mache mir wirklich Sorgen um Sasuke. Seit Naruto da ist, scheint es fast so, als würde der Eispanzer um sein Herz sich mit jeder Minute mehr schließen. Dabei bin ich doch gerade so froh, dass er sich endlich etwas öffnet. So als würde der wahre Sasuke, der ansonsten immer irgendwo unter einem dicken Eispanzer verschollen ist, endlich zum Vorschein kommen. Das ist auch der Grund, warum ich Naruto bitte zu gehen. Ich fühle mich sicherer mit Sasuke allein. Und ich möchte ihn noch nicht ganz Konoha aussetzen. Auch wenn er kalt tut, so als würde ihn das alles nicht interessieren, kann ich in seinen Augen lesen, dass er von den Menschen hier noch immer enttäuscht ist. Und das wird sich wohl auch nie ändern. Ich kann ihn verstehen. Und es tut mir weh, ihn so zu sehen. Ich frage mich mittlerweile sogar, ob es nicht ein Fehler war, wieder hierher zurückzukommen. Ich hätte irgendwo anders hingehen sollen, aber nicht ausgerechnet wieder zurück nach Konoha. Mit einem Mal spüre ich Sasukes Lippen auf meiner Stirn. Ich werde mal nach Hause gehen. Ich muss da noch ein bisschen Staub wischen und aufräumen, bevor man das wieder bewohnbar nennen kann. Und wie es aussieht, wird dein Vater einen Aufstand machen, wenn ich bei dir einziehe. Deswegen ist es besser, ich mache mein altes Haus wieder halbwegs vernünftig. Seine Stimme ist seltsam kühl und traurig. Irgendwas stimmt gar nicht mit ihm. Und das macht mich ebenfalls traurig. Ich nicke ihm zu. Komm aber morgen bitte wieder. Ohne dich fühle ich mich hier einsam. Es fühlt sich an, als würde Sasuke mich für immer verlassen. Und ich werde dieses Gefühl nicht los. Als die Tür hinter ihm ins Schloss fällt, rollen mir Tränen über die Wangen. Warum, weiß ich nicht. Doch das Gefühl, dass sich etwas ändert, schleicht sich tief in mein Herz, ebenso dumpf wie die Vorahnung, dass ich Sasuke lange nicht wiedersehen werde. Obwohl ich eigentlich weiß, dass es Unsinn ist, weine ich mich langsam in den Schlaf, beobachte noch ein paar Minuten den Mond, der sich langsam in mein Fenster schiebt, dann jedoch überwiegt die Müdigkeit, und auch die Tränen tun ihren Rest. Ich falle in einen unruhigen, quälenden Schlaf, in dem ich von Träumen geplagt werde, in denen Sasuke, anstatt nach Hause zu gehen, einfach Konoha wieder verlässt und mich allein hier zurücklässt. Hinata kann nicht ahnen, dass Sasuke wirklich mit dem Gedanken spielt, einfach wieder aus Konoha herauszuspazieren und alles hinter sich zu lassen. Es ist, als würden die Erinnerungen ihn erneut einfangen und einsperren. Endlich weiß er, was außerhalb von Konoha so wichtig für ihn war, nämlich die Freiheit vor seiner Vergangenheit. Hier sieht er überall seinen Bruder, überall sehen ihn die Gesichter seiner Familie an. Kaum, dass er die Tür zu seinem Haus zur Seite schiebt, ist es, als würde noch immer Blut an den Wänden kleben. Als könnte er noch immer die Schreie seiner Eltern hören, die von seinem eigenen Bruder ermordet werden. Auch wenn sich Sasuke gerecht hat, ändert das nichts daran, dass ihn diese Ereignisse verfolgen. Wenn er ehrlich zu sich selbst ist, dann hat es ihm rein gar nichts gebracht, die Itachi zu ermorden. Die Erinnerungen sind immer noch da und sie werden ihn noch nie verlassen. Das weiß der junge Uchiha nur zu gut. Durch die Straßen Konohas streichen zwielichte Gestalten, die immer eng an die Mauer der Häuser gedrückt, schleichen sie sich immer wieder durch die Straßen dicht, dicht und dicht heran zum Mittelpunkt Konohas. Senpai, glaubt ihr, wir finden ihn wirklich? Langsam hat der blonde Ninja wirklich die Nase voll. Schon seit ein paar Stunden liegt Tobi ihn in den Ohren mit allen möglichen Dingen, die Deidara wirklich nicht interessieren.
ob es ein Eichhörnchen ist, das da an der Eiche neben ihm hochkrabbelt, oder die Tatsache, ob er überhaupt gemerkt habe, dass er neben einer Eiche steht. Wen zum Teufel interessiert das denn auch? Tobi. Dieser zupft gerade erneut an seinem Mantel. Senpai, sag doch mal! Dilderer schließt die Augen und holt tief Luft. Er musste es vermeiden, Tobi auf offener Straße anzuschreien, auch wenn er genau jetzt genau das tierisch gerne tun würde. Wir suchen diesen Idioten, der Itachi umgebracht hat. Ist dir das immer noch nicht aufgefallen? Und da er eindeutig wieder hier ist, wie wir an dieser rosa Hexe gesehen haben, die heute Nachmittag wie eine Furie an uns vorbeigerannt ist, werden wir ihn wohl auch finden. Dilderer ist es leid. Er ist es so leid, mit diesem hirnverbrannten Trottel durch die Gegend zu rennen. Warum nur musste sich Sasori auch ein Bein brechen? Warum jetzt? Die Welt ist nicht fair. Nein, sie ist einfach nicht fair. Und er muss am meisten darunter leiden. Doch Dilderer wendet seine Aufmerksamkeit einem Ninja zu, der mit blonder Wuschelmähne wildesten Flüchen ausstoßend an ihm vorbeiläuft, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Ist das nicht Naruto? Fragt er leise und beschließt ihm zu folgen. Er packt Tobi am Kragen und schleicht hinter Naruto her. Das könnte er sich genauso gut aber auch sparen, denn Naruto ist so gedankenverloren, dass er nicht mal gemerkt hätte, wenn die Welt um ihn herum untergegangen wäre. Naruto ist nämlich sauer. Nein, er ist stocksauer. Nicht genug damit, dass Sasuke kein Wort mit ihm gewechselt hat. Nein, Hinata setzt ihn auch noch vor die Tür. Und dieser Kerl darf bleiben. Ob Sakura recht hat und zwischen den beiden läuft was? Wenn die beiden echt ein Paar sind, dann flippe ich aus. Echt jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Warum ausgerechnet Sasuke? Was findet Hinata nur an dem? Schimpft er lauthals vor sich her. Er merkt nicht einmal, dass ihm alle, die ihm entgegenkommen, ausweichen. Naruto würde sowieso nichts merken und jeden anderen über den Haufen rennen. Nach dem eben Gehörten fängt Dilderer an, bis über beide Ohren zu grinsen. So, der Kleine hat also eine Freundin. Na, dann können wir ihn uns ja ganz leicht gefügig machen. Wenn wir die Kleine in die Finger kriegen, wird er schon ohne Widerstand machen, was wir von ihm wollen, murmelt er vor sich hin. Tobi sieht seinen Senpai fragend an. Hey Senpai, wenn wir die dann haben, sollen wir sie einfach mit nach Hause nehmen? Dilderer nickt. Was denn sonst, Vollidiot? Sasuke wird schon kommen, wenn er weiß, dass wir seine kleine Freundin haben. Dann wird er alles tun, was wir wollen. Fragend legt Tobi den Kopf schief. Und was genau wollen Senpai und die anderen von ihm? Irgendwie hat er das alles nämlich immer noch nicht so ganz verstanden. Dilderer seufzt. Das erkläre ich dir auf dem Weg zum nach Hause das dritte Mal. Jetzt haben wir nämlich keine Zeit dafür, verstanden? Nun fängt Tobi an, über beide Ohren zu strahlen und er nickt. Er freut sich immer darauf, wenn ihm jemand eine Geschichte erzählt. Dilderer hingegen ist mit seinen Nerven mehr als am Ende. Und er will nur noch diese Mission so schnell wie möglich zu Ende bringen. Ohne weiter darauf aufzupassen, ob jemand sie wahrnimmt, immerhin tragen die beiden zivil, huschen sie durch die Straßen Konoas. Plötzlich zupft Tobi wieder an Dilderers Mantel. Wo wohnt denn dieses Mädchen? Das ist das Vernünftigste, was Tobi bis jetzt von sich gegeben hat, das ist auch Dilderer klar. Naruto kam von da vorne. Hinata hieß sie. Fragen wir doch einfach jemanden. Also beginnen die beiden sich damit durchzufragen, ob jemand eine Hinata kennt und weiß, wo sie wohnt. In Gedanken fragt sich Dilderer kurz, ob sie damit nicht auffallen würden. Doch als sie einen Angestellten der Hyuga erwischen und erfahren, dass sie im Krankenhaus liegt, schiebt er auch diese Bedenken beiseite. Jetzt würden sie eh nicht mehr lange in Konoha bleiben. Hell scheint der Mond über Konoha, erleuchtet die leeren Gassen mit verträumtem Schimmer. Lässt die Dunkelheit ein wenig weicher erscheinen und taucht die Gegenheit in ein romantisches Licht. Eine Gegend, die durch die zwei Gestalten irren, scheinbar ohne Ziel und sich doch immer einem bestimmten Gebäude nähernd. Um sie herum herrscht eine unbarmherzige Stille. Nur aus wenigen Häusern sind noch Geräusche derer zu vernehmen, die sich erst jetzt aus den Kneipen nach Hause losmachen und dort ankommen. Dilderer sieht in den Mond. Beinahe ist es romantisch, denkt er sich. Es ist so seltsam still. Als hätte ganz Konoha den Atem angehalten, wohlwissend, dass wir hier sind. Über sich selbst verwirrt schüttelt er den Kopf. Ein Mörder wie er denkt doch nun nicht sentimental und schon gar nicht romantisch. Und mit Poesie hat er schon dreimal nichts zu tun. Selbst Tobi ist leise. Er weiß nicht genau warum, doch die Kälte zieht in seinen Körper und lähmt ihn beinahe. Außerdem zieht er es vor, Dilderer nicht mehr zu nerven, da dieser leicht verstimmt aussieht. Ohne ein Wort zu wechseln, um die beinahe gespenstische Stille nicht zu stören, schleichen sich die beiden Akatsuki in das Krankenhaus. Dilderer sieht sich kurz um und verschwindet dann hinter dem Empfangspult, welches bei Nachtlicht besetzt ist,
Und auch die Wache scheint in weiter Ferne zu sein. Das ist irgendwie fast schon so einfach, murmelt er leise. Doch das hätte er wohl lieber nicht sagen sollen, denn aus einem der hinteren Zimmer ertönt ein grausam schriller Ton, der sofort mehrere Schwestern auf den Gang ruft und eine Flut von Licht zufolge hat. Daedra packt Tobi so schnell er kann am Kragen und zieht ihn in einen der wenigen Räume, in denen kein Licht angegangen ist. Unsicher sieht er sich um, es ist nur eine Abstellkammer, und Daedra hofft, dass es auf dem Gang bald wieder still ist. Und es scheint, als würde jemand seine Gedanken erhören, denn schon nach wenigen Minuten verstimmt das Piepen und die Lichter verlöschen. Wir müssen in den zweiten Stock, flüstert der blonde Akatsuki seinem Kollegen zu. Dieser nickt stumm und zusammen huschen sie wie Schatten an den Wänden entlang die Treppe hinauf, bis sie vor Hinatas Zimmertür stehen. Vorsichtig öffnet Tobi die Tür und schiebt sie dann langsam auf. Im Mondlicht, das durch das Fenster fällt, sieht Hinata noch blasser aus, als sie es sowieso schon ist. Die Augen geschlossen, liegt sie leicht verschwitzt im Bett. Sie wird von grausamen Albträumen geplagt. Leise und vorsichtig schlägt Daedra die Decke zurück, nimmt das junge Mädchen auf den Arm und will mit ihr schon wieder gehen, als Hinata die Augen aufschlägt. Verwirrt und verängstigt sieht sie in die hellen, tiefblauen Augen des Mannes, der sie wie Luft in den Arm hält und sie nun beschwörend ansieht. Panik steigt in Daedra auf. Er würde sich mit ihr auf dem Arm kaum bewegen können und würde sie nun anfangen zu schreien, dann wären die Wachen und Schwestern innerhalb von Sekunden hier. Doch mehr als sie flehend anzusehen und zu hoffen, dass sie ruhig bleibt, kann er nicht. Auf der anderen Seite hält er es selbst für eine zu verrückte Idee. Wer lässt sich schon entführen und schweigt dabei? Es sind eiskalte Hände, die mich wecken. Ich weiß nicht einmal, ob sie real sind oder ob ich sie mir nur erträume. Sie fühlen sich so echt an. Eiskalt greifen sie nach mir, heben meinen Körper an, als wäre er überhaupt nicht schwer. Wache ich oder schlafe ich noch? Alles ist so verwirrend wie durch Nebel. Ich hätte die Schlaftablette der Nachtschwester nicht nehmen sollen. Meine Umgebung klärt sich nur langsam auf und noch langsamer kommt die Erkenntnis bei mir an, dass ich nicht träume, sondern dass ich mich wirklich zwei kalte Hände halten. Ich sehe den Mann an, der mich aus meinem unruhigen Schlaf gerissen hat. Blaue Augen, kalt und tief wie zwei Seen, blicken mich flehend an. Sie sprechen beinahe Bände, verlangen von mir zu schweigen. Und ich schweige. Ich weiß selbst nicht warum. Doch in meinem Körper macht sich immer mehr das Gefühl breit, dass es falsch wäre zu schreien. Dass es falsch wäre, sie von dem abzuhalten, was sie tun wollen. Ich weiß nicht, wer dieser Mann ist, wie er heißt oder was er mit mir vorhat. Einzig und allein weiß ich, dass er meine Rettung vor den erneuten Fesseln meiner Familie sein kann. Wenn ich nur Sasuke irgendwie Bescheid sagen könnte, wenn ich mit ihm reden könnte. Ich will nicht von ihm weg und spüre doch, dass ich nicht bleiben kann. Sasuke. Das ist alles, was meine trockenen Lippen zustande bringen. Und der Mann sieht mich lächelnd an. Doch das Lächeln ist kalt und wirkt fast wie gestorben. Er wird nachkommen. Das verspreche ich dir, flüstert er leise. Und auf seinen Arm machen wir uns ungesehen auf den Weg aus Konoha heraus. Daedra ist verwirrt. Dieses Mädchen liegt einfach nur in seinen Armen und schreit nicht los. Sie sieht ihn einfach nur an, versucht scheinbar seine Gedanken zu lesen und bringt dann nur ein leise gemurmeltes Sasuke von sich. Konnte es denn noch einfacher gehen? Daedra lächelt. Er wird nachkommen, murmelt er leise und drückt Hinata an sich. Dann wendet er sich an Tobi, der die ganze Zeit über brav an der Tür gewartet hat. Hier. Er drückt ihm Hinatas Stirnband in die Hand, welches er auf einem Stuhl gefunden hat. Bring das diesem Uchiha, Heini, und sag ihm, dass wir seine kleine süße Freundin haben. Und wenn er sie wieder haben will, dann soll er zu dem Ort gehen, in dem er seinen Bruder getötet hat. Hast du das verstanden? Tobi ist merkwürdig ernst und nickt nur leicht, dann verschwindet er ohne einen weiteren Laut in der Dunkelheit der leeren Gänge. Leise schleicht nur noch Daedra diese Gänge entlang, den Weg, den sie noch vor ein paar Minuten schon einmal genommen hatten, und gelangt ungesehen mit Hinata nach draußen. Der Rest des Weges ist wirklich ein Kinderspiel, als habe sich die Nacht mit ihnen verschworen, hat sich sogar eine riesige dunkle Wolke vor dem Mond geschoben und verdunkelt alles. Nicht einmal die Hand vor Augen kann man noch erkennen, doch Daedra hat sich den Weg gut gemerkt und kommt auch ohne Licht aus. Schon bald hat er mit Hinata, die erneut in seinen Armen eingeschlafen ist, das Dorf verlassen. Sasuke wird jäh aus dem Schlaf gerissen, als er ein lautes Poltern an der Tür wahrnimmt. Welcher Trottel, klopf denn bitte noch um diese Uhrzeit an meine Tür. Nur in Boxershorts und T-Shirts geht er wutentbrannt zur Tür und reißt diese auf. Vor ihm steht Naruto, der ihn wütend ansieht. Also,
lallt er mehr, als dass er redet. Wasch genau, hasch, hasch. Hasch du mich hier schon am Laufen? Seine Wangen sind gerötet, und das nicht nur vom Alkohol. Sasuke verzieht das Gesicht. Du bist ja sturzbetrunken. Komm wieder, wenn du nüchtern bist, dann können wir reden. Damit will er die Tür zuschlagen, doch so einfach macht es ihm der blonde Chaos-Ninja nicht. Zu verletzt ist er. Du willst mir zuhören! Er strauchelt leicht und muss sich an Sasukes Türrahmen abstürzen. Du willst ihr nicht wehtun? Hast du mich verstanden? Seine Augen blitzen gefährlich und Sasuke ist ein wenig verwirrt. Doch genauso entschlossen wie immer. Wütend packt er Naruto an den Schultern und wirft ihn rücklings auf den Boden. Seh du erstmal zu, dass du wieder klar bist in der Birne. Dann können wir noch immer reden. Und das eine sage ich dir jetzt schon mal. Wage es, Hinata auch nur einmal anzufassen. Du wirst es bereuen, wie du noch nichts vorher bereut hast. Sasukes Augen haben sich zu Schlitzen verengt und er knallt die Tür dermaßen laut zu, dass das ganze Haus vibriert. Entschlossen stampft Sasuke zurück ins Schlafzimmer. Was fällt dem eigentlich ein? Murmelt er wütend vor sich hin. Jahrelang sieht er Hinata nicht, tut ihr jeden Tag weh. Und dann merkt er, dass sie ihm nicht mehr gehören kann, weil sie einen anderen liebt. Da macht er so ein Theater. Der hat sie doch nicht! Sein Selbstgespräch wird jäh unterbrochen durch ein Kunai, das direkt neben seinem Kopf in der Wand stecken bleibt und an dem ein Stirnband befestigt ist, welches einen unverkennbaren Geruch an sich heften hat. Noch bevor sich Sasuke ganz sicher ist, was passiert, hat er ein zweites Kunai am Hals. Die kalte Klinge schneidet sich ganz eben in seine Haut und er spürt ein dünnes Rinnsal vom Blut an seinem Hals entlanglaufen. Eine kalte, dunkle Stimme ertönt hinter ihm. Wir haben deine kleine süße Freundin, soll ich dir ausrichten. Und wenn du sie wiederhaben willst, dann solltest du dorthin kommen, wo du deinen Bruder ermordet hast. Hast du mich verstanden? Leicht verstärkt sich der Druck auf Sasukes Hals und dieser nickt. So schnell wie der unbekannte Besucher gekommen ist, ist er auch wieder verschwunden. Und aus der Dunkelheit der Nacht hört Sasuke nur noch ein leises Lachen. Und komm allein, sonst kann ich nicht für die Sicherheit der süßen Maus garantieren.